Am Tag nach der Wahl in Niedersachsen sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch an die FDP. Ihr habt es tatsächlich geschafft, mit 80% der Stimmen, die eigentlich hätten an die CDU gehen sollen, wieder in den niedersächsischen Landtag einzuziehen. Und das nur deshalb, weil die Wähler offensichtlich die Fortführung der schwarz-gelben Koalition wollten. Und an die Bayern sage ich ganz deutlich, mit Leihstimmen kann man keine Kampagne machen. Leihstimmen sind Wahlkannibalismus und deswegen, wer CSU in der bayerischen Regierung haben will im September, der muss auch CSU wählen. Und zwar mit der Erst- und mit der Zweitstimme. Und an die Adresse der Union insgesamt sage ich, wir dürfen unseren wirtschaftsliberalen Flügel nicht vernachlässigen. Denn mit Frauenquoten, der Zuschussrente und anderen Vollversorgungsfantasien werden wir unsere Wähler jedenfalls nicht mobilisieren können.